So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses, der Dicke, eine neue Folge Ramses Kitchen. Ich bin immer noch erkältet, bisschen verschnupft, es wird wieder Zeit für eine Suppe und das soll ein Dreiteiler werden, denn wir waren irgendwann mal im Urlaub, ich glaube das war in Gera schon vor 2 Jahren oder so, da habe ich in einem Laden diese Nudeln hier entdeckt, da gab es 3 verschiedene Sorten, Instant Vermicelli Spicy and Sesam in der blauen Edition, dann gab es Instant Vermicelli Hot and Sour in dieser roten oder rosanen Version. Und dann gab es Instant Vermicelli Spicy Hot. Und da sieht der Typ am heftigsten aus, am gefährlichsten, deswegen wird das Brutalste sein. Und die wollen wir alle 3 testen in 3 Videos. Wir fangen natürlich mit dem normalsten an, der Rest kommt dann nach und nach. So, kommen wir direkt mal zum 2. Päckchen, weil im letzten Video haben wir ja die blaue Tüte getestet. Spicy und Sesam war unglaublich gut. Ich war positiv überrascht, hätte ich nicht gedacht. Das 2. Tütchen, weil der Typ da noch nicht so brutal aussieht, ist Hot and Sour. Hot and Sour, was ist das für eine Kombination? Aber gut, süß-sauer kennt man, wieso nicht auch Hot and Sour? Hier steht wieder drauf, 600 Milliliter Wasser soll man eigentlich nehmen. In die Schüssel, in die 4-Bro-Schüssel, passen aber nur 300 Milliliter. Dadurch wirkt die aber nochmal kräftiger, nochmal intensiver. Bin ich also auch gespannt, wie wir das machen. Jetzt muss ich sie erstmal hier so reinhalten. So, dann haben wir ja hier oben das Symbol der Schere, wo wir es wieder aufreißen können. Genau, wenn wir es dann aufgerissen haben, haben wir innen drin auch wieder unsere 4 Päckchen. Einzeln verpackt, einfach so ein Nudelnest und hier ein paar Beutelchen dazu. Das ist wieder cool. Das lege ich mir jetzt wieder hier rüber. Und dann sage ich, wir machen das 1. Päckchen mal auf. So. Sehr viel Plastikmüll, alles dabei. Dann haben wir hier wieder das Nudelnetz. Nicht frittiert, Restaurant-Style, steht da drauf. Aber ein Nudelnetz, was einfach nur schleimig wird. Ein Schleimklumpen zum im Wasser erwärmen und dann verspeisen, das ist toll. Jetzt sehen wir den wieder hier raus. So. Oh, der riecht jetzt auch irgendwie nach Kunststoff, Plastikzeug. Der andere hat einen anderen Geruch gehabt. Wir legen den jetzt wieder hier rein. Jetzt habt ihr hier euer Nudelnetz da drin. Was ist jetzt wichtig? Was haben wir denn gehabt beim letzten Mal? Wir hatten ein Tütchen hier, da war so Grünzeug drin, bisschen wie so Flakes und Kräuter. Wie sieht es jetzt hier drin aus? Es ist wahrscheinlich genau wieder dasselbe. Riecht ein bisschen bitter. Grünzeug zum Draufmachen auf die Nudeln, denn die Zubereitung ist ja auch einfach. Ihr schmeißt alles in die Schüssel und kippt dann einfach nur das heiße Wasser drüber. Dann habt ihr hier Pulver. Das habt ihr bei dem anderen auch gehabt. Pulver. Das müsste ja eigentlich den Geschmack der Brühe irgendwie machen. Weißes Pulver, was du dir dann auflöst. So, hier hinten dazu. Vielleicht sollte ich die Dinger auch nochmal aufheben und mal so probieren, wenn ich einfach nur die Nudeln weich mache, dann in eine Schüssel gebe und die anderen Sachen drauf, ohne Wasser, dass das Pulver mit dem Öl gemischt dann ist. Ah, das ist bestimmt dann wieder alles zu salzig, zu brutal. So. Jetzt haben wir hier ein kleines Tütchen. Das andere Tütchen vorhin, das war ja wie so Erdnussbutter, hat das geschmeckt. Das war auch eher orange. Das hier sieht eher aus wie so Hoisinsoße ein bisschen, denn das ist dunkel und ist auch komplett flüssig. Das heißt, hier dürfte es keine Probleme geben, wenn wir das jetzt hier aufschneiden und hier drüber kippen. Zack, genau, das geht super drüber zu kippen. Das andere, das ist ja da fest gewesen. Wir probieren jetzt auch mal wieder von dem Tütchen. Ja, ja, das schmeckt alt und muffig und ranzig, also wie Hoisinsoße. Das wird schon sowas sein. Und das letzte, meiner Meinung nach, halt einfach Chili-Soße. Chili-Soße, Chili-Öl. Es ist ja ölig, es ist klumpig. Also das zweite ist immer nochmal für den Geschmack, dass der Geschmack irgendwie durchkommt. Das Pulver und das 2. Tütchen sind für den Geschmack. Das hier müsste dann einfach immer für die Schärfe sein. Aber kann mich auch irren. Wir werden es auch gleich nochmal so probieren. Hauen es jetzt hier drauf auch, denn auch das ist super flüssig. Dieses Mal. Geht auf jeden Fall besser raus.
Jetzt schmieren wir das auch hier oben drauf. So, da bleibt wieder einiges zurück in der Packung. Sieht aber einfach nur brutal aus. Wir schieben es wieder durch. Wir schieben es durch. So, es gibt auf jeden Fall auch immer eine schöne Schweinerei. Pack mal runter. Pack mal drauf. So, jetzt müsste das reichen. Jetzt probieren wir mal vom Tütchen. Es schmeckt wieder komplett anders als das andere scharfe Ölchen, Öltütchen. Also bei Samyang ist ja fast immer dasselbe Zeug drin. Aber hier, weiß ich nicht, jedes Päckchen ist anders. Außer dieses grüne Zeug am Anfang, das gefriergetrocknete, das ist wahrscheinlich gleich. Jetzt müssen wir noch ein Bild machen, aber ich muss erstmal das Wasser holen. Moment, kochendes Wasser. So sieht das jetzt aus, diese Hot and Sour Suppe, die wir uns hier gerade machen. Da kommt jetzt wieder das Wasser drauf. Das heißt, das Häufchen oben erinnert mich an den Geburtstag, als irgendjemand da unter die Brücke geschissen hat. Nächsten Tag sind die Leute hin mit einem Eimer Wasser immer zu, haben das so drauf gekippt in der Hoffnung, dass das wegschwimmt oder wegfliegt. Das war genial. Das ist super. Da muss man dran denken, bevor man isst. Natürlich, das ist wichtig. Jetzt habt ihr hier auch wieder eine andere Farbe. Das andere war so richtig kräftig rot. Fuchsig. Das ist eher braun, dunkel. Und können es auch so mal zeigen. Guckt euch das an. Merkt ihr da einen Unterschied zu der vorhergehenden? Wenn ihr die nicht mehr kennt, müsst ihr mal zurückspulen. Hier kannst du auf jeden Fall jetzt auch rein. Dann hast du hier dein Nudelnetz, das du gerade im Ganzen hochheben kannst. Aber das muss natürlich jetzt noch schön weich und schleimig werden. Das muss hier ein bisschen rumgemacht werden. Das muss jetzt ein bisschen ziehen. Aber es sieht auf jeden Fall wieder verdammt gut aus, finde ich. Hier, der Tisch ist jetzt auch wieder voll gespritzt. Das wird dann noch mehr. Boah, und es riecht ein bisschen sauer, ja. Sauer, aber lustig, aber genial und köstlich. So, die zweite Suppe ist fertig und hier auch das gleiche Prinzip. Wir essen die Nudeln raus, wir schlürfen die Suppe danach hinterher. Es hätte die Nudeln wahrscheinlich gar nicht gebraucht. Wir werden die Nudeln jetzt aber mal probieren. Dieses schleimige Etwas, was sich hier vor mir befindet. Ich finde es schön, wenn man den Nudelstrang betrachtet, sind überall kleine Punkte. Lauter kleine Kräuterchen und irgendwelche, ja, das sind Details an den Nudeln, die ihr euch betrachten könnt. Also es sieht auf jeden Fall nicht langweilig aus. Da ist ordentlich was fürs Auge geboten. Also es riecht auf jeden Fall sehr, sehr gut. Aber ich muss sagen, geschmacklich hat mir die erste deutlich besser gefallen. Die Sesame, die war so akkurat. Und die mit Sour, also das ist wieder so ein Ding, das ist halt sehr gewöhnungsbedürftig. Die einen werden sagen, das ist das Beste, was man machen kann. Ich sage, oh mein Gott, wie kann man sowas überhaupt essen? Musst du dich dran gewöhnen. Also, es sieht gut aus. Es ist was Besonderes auf jeden Fall. Mein Geschmack ist es jetzt gerade gar nicht durch dieses Saure, was da drin ist. Es schmeckt halt buffig und sauer. Das andere war schön, ja, weiß ich nicht, durch diese Erdnussnote dabei und dieses leicht cremige und dieses spicy, würzige, das war super. Und das ist wieder eine ganz andere Richtung. Wir werden uns jetzt mal durch die Nudeln durchbeißen und dann bei der Brühe zurückmelden. So, auch hier angelangt am Ende, die Nudeln sind weg. Du musst wieder kämpfen gegen die Hitze. Also wieder so heiß gewesen, also das passt, wenn da drauf steht, hot and sour. Weil spicy war es jetzt nicht so. Ich finde,
Das war halt meistens einfach eher heiß und sauer. Aber nicht spicy, deswegen hot and sour passt perfekt. Das andere war ja, das muss ich nochmal gucken, spicy und Sesam. Das andere war zwar auch hot, aber das war spicy und Sesam. Und das ist einfach nur hot. Hot, wenn ich es jetzt kalt esse, ist es wahrscheinlich auch noch hot. Deswegen egal, wir machen uns mal hier an das Süppchen, an das braune Hoisin-Süppchen ran. Schlürfen das mal weg. Und dann habe ich mir schon was Gutes überlegt, was ich mit dem Rest mache. Hast du auch hier immer zu was, wo du drauf rumkaust, was irgendwie so wie eine Zwiebel ist, aber keine Zwiebel ist? War das auch irgendwie so süß-sauer? Komisch? Irgendein Gemüsebums, der da drin rumfliegt, du immer zu drauf rumkaust, es immer zu stückchenweise auftritt. Ich glaube, die letzten zwei Päckchen, die davon übrig sind, also eins habe ich schon in der Bierschanga in ihr Paket rein. Eins habe ich gerade gegessen, zwei sind noch übrig, zwei Dinger. Ich glaube, ich werde die letzten zwei auch bei Bierschanga ins Paket reinpacken. Wenn ihr dann so eins isst, denkt ihr, und schmeißt alle weg, aber merkt gar nicht, dass da ein super Sesam Spicy drin ist, was super genial schmeckt. Aber vielleicht schmeckt ihr das ja auch. Die hat ja eine andere Geschmacksrichtung ein bisschen als ich. Die ist sehr experimentierfreudig. Das Gute ist, sie weiß nicht, wie man es zubereitet. Im Endeffekt packt die sich jetzt hier aber nur 100 ml Wasser rein, dann ist es noch schlimmer vom Geschmack her. Da hätte das nicht geschadet, 600 ml wirklich zu nehmen und das da aufzulösen. Weil da ist mir der Geschmack zu aufdringlich, zu muffig, zu intensiv. Einfach nur bäh. Bei den anderen hat es gepasst, schön würzig, aber hier dieses Hoisin-Zeug, ne, ist ja schon wie die Soja-Challenge. Salzig, sauer, bitter, alles dabei, aber alles irgendwie nicht appetitlich. Jetzt ist es auch nur noch salzig und nur noch abartig. Ne, komm. Ich muss noch die dritte testen. Den Rest von der Brühe hier, der kommt weg. Das tue ich mir nicht an, das ist ja nicht scharf, das ist keine Challenge, das ist halt einfach nur eklig und das war's. Ich bin gespannt auf die dritte, denn die dritte ist spicy hot, da ist der Typ richtig genial. Wird die schmecken? Ist das nochmal ein Lichtblick? Und werde ich schaffen, erfolgreich meine Gammeltüten an Bianca loszuwerden? Ich bin am Paket packen, wenn sie es irgendwann auspackt, seht ihr das vielleicht auf ihrem Kanal. Ansonsten war es das von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, Peace out, Vorhaut, euer Ramses. Das war nix. Bäh.